Pimpiotown ist ein Planspiel des Vereins Politik zum Anfassen, bei dem jährlich in Hannover 45 Schülerideen in die Politik gehen. Hier unsere Top 6 der bisher am besten umgesetzten Ideen. Top 6. Der Trinkbrunnen am Steintor. Er spendet jedem regelmäßig frisches, kostenloses Wasser. Leider funktioniert dieser zurzeit nicht, weshalb wir ihn auf Platz 6 platziert haben. Top 5. Hannover wird bunt. Die bemalten Mülleimer schmücken die Stadt und geben ihr einen künstlerischen Lichtblick. Sie machen die Menschen mehr darauf aufmerksam, ihren Müll zu entsorgen. Top 4. Zu den Skateanlagen in Hannover gibt es eine Skatekarte, die anzeigt, wo sich in Hannover Skateanlagen befinden. Das ist eine tolle Möglichkeit für Menschen, die nicht wissen, wo sie skaten gehen können. Top 3. Der große Bahnhof EG ist sehr verwinkelt. Er hatte an den Gleisen eine Anzeigetafel, wo zu sehen war, wann die Züge fahren. Jedoch musste man, um diese zu sehen, erst den ganzen langen Weg bis nach unten laufen. Dank Pimpiotown ist jetzt direkt von oben möglich zu erkennen, wann und wie die Züge fahren. Top 2. Der Grünstreifen am Friedrichswall. Unsere neue grüne Errungenschaft bringt mehr Grün in unsere Stadt. Top 1. Mit der neuen Istra-Bahnkarte ist es möglich, alle 4 Zonen der Stadt für nur 15 Euro im Monat zu bereisen. Dies macht es viel einfacher und angenehmer für Schülerinnen und Schüler, zur Schule oder zu anderen zu gelangen. Dies ist somit der größte Erfolg von Pimpiotown soweit.